Flüchten. Ich lasse die mal auf. Okay, hieran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was jetzt sicher schön für euch ist, aber für mich eher so beschissen. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Au! Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Oh, war ein Vergewaltiger. Das ist in Ordnung. Einmal schön durch den Pimmel sägen. Stück einer Kugel. Yeah. So fängt's an und meine Kopf dröhnt und Hände zittern. Es geht ja noch. So. Was habe ich denn noch an Öl? 3 ist auch nicht mehr so viel. Und da hängt er jetzt. Es ist ein sehr dunkles Spiel. Oh, dieses Tinnitus-Pfeifen, ne? Das ist grausam. Was gibt's hier? So. Machst du das zu? Ich nehme diese Zunderbüchse hier. Dankeschön. Oh, ein Hocker! Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Au! Mach mal Licht hier. Da ist die Kugel. Warum habe ich das Gefühl, wenn die Kugel in einem Schrank liegt, kommt gleich ein Monster? Okay. Cool. Finde ich Knorke. Oh, ist das dunkel hier. Okay. Hätten wir das auch. Da jetzt noch eine drinne. Irgendwo. Gibt's denn hier oben? Zu doof zu. Ich bin zu doof, eine Treppe zu laufen. Hi. Das ist echt eine ungesunde Gesichtsfarbe. Und generell ein eher ungesundes Gesicht. Achso, hier kann ich sie mal ausmachen. Ne? Schnur. Öl. Sägeblatt. Zunderbüchse. Note. Interessiert keinen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla, 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 bla. Schon viel zu lange nicht aufgepasst, als dass mir das jetzt irgendwas nützen würde. Ah.
Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Bergwipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der Schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Cool. Yes. Hi. Hallo, wer auch immer. Stabile Vase, muss ich zugeben. Muss ich zugeben, sehr stabile Vase. Damit. Hi, du siehst immer noch recht ungesund aus, wenn ich ehrlich bin. Ach ja. Aber gut. La, 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 Drehwurm. War sehr kompakt gebaut, muss man ja sagen. Hi. Zumachen. War ich hier nicht schon? Doch, natürlich. Verdammt, habe ich mich doch tatsächlich jetzt verlaufen. Aus der Milch. Da muss ich nämlich hin. Hi. Was? Ich wollte doch nur die Tür zumachen. So. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ich hasse diese Flashbacks, man sieht da nie was. Na gut, hier sieht man auch nicht mehr. Ha. Noch ein Flashback. Okay. Cool. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Okay. Cool. Da habe ich das Gefühl, dass jetzt ein Monster kommt. Ich laufe hier einmal durchs Dunkel. Nicht? Was? Ich höre was. Ich weiß nicht, was ich höre. Okay, ich laufe mal zurück. Hier haben wir ja eh alles gemacht. Hauptschiff. Warum Schiff? Keine Ahnung. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie ist nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Dunkel. Was ist das?
Ja. Klar, warte. Ich habe auch noch ein Geschenk für dich. Das hieß nicht, wer bist du? Das hieß halt die Fresse. Aha. Gut, das soll dann für heute auch erstmal reichen. Ich mache das nächste Mal dann an dieser Stelle weiter. Alexander ist quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Und ich soll dich retten. Dich Labertasche. Ja, und dann, wir nähern uns jetzt auch langsam, halt die Fresse jetzt, wir nähern uns jetzt ja auch langsam. Halt die Fresse. Auf jeden Fall mache ich das nächste Mal hier weiter und wir sehen uns dann, bevor der wieder anfängt zu labern. Und tschüss.